is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die ihn durchbohrt haben, werden ihn sehen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen und seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Alle, die ihn durchbohrt haben, nämlich die Spötter, die sich über Christi Todesqualen lustig gemacht hatten, und die Menschen, die sich seiner Wahrheit am heftigsten widersetzt hatten, werden auferweckt, um ihn in seiner Herrlichkeit zu schauen und zu sehen, wie Treue und Gehorsam geehrt werden. Während Christi Gerichtsverhandlung hob Kaiphas seine rechte Hand zum Himmel und richtete in Form eines feierlichen Schwurs das Wort an Jesus: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Alle spitzten die Ohren. Alle Augen waren auf sein Gesicht gerichtet, als er antwortete: Du sagst es. Ein himmlisches Licht schien sein blasses Antlitz zu erleuchten, als er hinzufügte: Von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Einen Augenblick lang blitzte die Göttlichkeit Jesu durch seine menschliche Gestalt. Der Hohepriester zitterte vor den durchdringenden Augen des Heilands. Einen Augenblick lang hatte er das Gefühl, er stünde vor dem ewigen Richter, dessen Auge das alles sieht, in seiner Seele las und dabei Geheimnisse ans Licht brachte, die mit den Toten begraben werden sollten. Die Szene entschwand seinen Augen. Da zerriss er sein Gewand und forderte, dass man den Gefangenen wegen Gotteslästerung verurteilt. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört, sagte er. Was ist euer Urteil? Sie verurteilten ihn alle. So trafen die jüdischen Führer ihre Wahl. Ihre Entscheidung wurde in dem Buch aufgezeichnet, das Johannes in der Hand dessen sah, der auf dem Thron saß. Das Buch, das kein Mensch öffnen konnte. Diese Entscheidung wird ihnen in ihrer Rachsüchtigkeit dann vorgehalten, wenn das Buch vom Löwen aus dem Stamm Juda entsiegelt wird. Wenn Christus wiederkommt, diesmal nicht als Gefangener, vom Pöbel umringt, werden sie ihn sehen. Sie werden ihn sehen als König des Himmels. Denn werden sich die Priester und führenden Männer ganz deutlich an die Szene im Gerichtssaal erinnern. Jede Kleinigkeit wird vor ihnen erscheinen, als wäre sie mit feurigen Buchstaben geschrieben. The Lord is coming. Are you ready?